In den folgenden Minuten geht es um die Verträge von Locarno. Diese wurden im Jahre 1925 erfolgreich in der Schweiz verhandelt. Drei wesentliche Beteiligte waren Gustav Stresemann für Deutschland, Aristide Briand für Frankreich und Austen Chamberlain für das Vereinigte Königreich. Zum Hintergrund, der ist natürlich in der deutschen Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg zu sehen und dem Versailler Vertrag, der dem Deutschen Reich einiges aufbürdete. So litt man unter Gebietsverlusten im Westen und Osten, unter militärischen Beschränkungen, hohen Reparationszahlungen, Handelsbeschränkungen und der diplomatischen Isolierung. Die Weimarer Republik, die am Ende des Ersten Weltkriegs entstand, war instabil und befand sich in einer sehr, sehr schwachen Situation. Es muss erwähnt werden, dass die Siege des Ersten Weltkriegs, insbesondere Frankreich, zu Beginn danach strebten, Deutschland zu schwächen, die eigene Macht zu stärken, territoriale und wirtschaftliche Gewinne zu erzielen. Im Osten entstand Sowjetrussland und dann später die Sowjetunion und die wurde vor allem von Großbritannien als Bedrohung wahrgenommen. Nun zu den Ereignissen, die zu den Verhandlungen Locarno und Locarno-Verträgen führten. Wie erwähnt, Deutschland wollte die diplomatische Isolierung überwinden. Das gleiche galt auch für Sowjetrussland. Und so war es ein erster Schritt, den Vertrag von Rapallo zu unterzeichnen. Diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern wurden aufgenommen. 1923 besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Und das war aus deutscher Sicht kein Zustand, den man dauerhaft hinnehmen wollte. Außenminister Stresemann versuchte nun, in einen Dialog zu treten mit dem Vereinigten Königreich und mit Frankreich und er deutete an, dass man auch von deutscher Seite bereit sei, die Westgrenze aus dem Versailler Vertrag anzuerkennen. Dann kam es zu einem Briefwechsel zwischen den drei genannten Ländern und dann natürlich zu den Verhandlungen in Locarno. Da waren nicht nur Deutschland, Frankreich und Großbritannien vertreten, sondern auch Italien, Polen und die Tschechoslowakei. Was waren nun die wesentlichen Motivationen zu diesen Verhandlungen? Man wollte Frieden und Stabilität in Europa, eine Normalisierung der Handelsbeziehungen und vor allem von Seiten des Vereinigten Königreichs. Deutschland, ein starkes Deutschland, kam einem gar nicht so ungelegen als Puffer gegen die Sowjetunion. Deutschland wollte seine diplomatische Isolation überwinden und Handlungsspielraum schaffen, Gebiete im Westen aufgeben, dafür aber im Osten schrittweise den Versailler Vertrag revidieren und Gebiete zurückgewinnen. Wie eingangs erwähnt, Verhandlungen waren erfolgreich. Die Verträge wurden am 10. September 1926 in London unterzeichnet und zu diesem Datum wurde Deutschland auch Mitglied des Völkerbundes. Zu den Ergebnissen. Erst ein Blick in den Westen. Alle Seiten erkannten die deutschen Westgrenzen an. Das Vereinigte Königreich und Italien waren Garantiemächte. Das bedeutet, sollte Frankreich Deutschland angreifen, werden diese zuvor genannten beiden Länder auf Deutschlands Seite eingreifen. Umgekehrt greift Deutschland Frankreich an, greifen diese beiden Länder Italien und Großbritannien auf Frankreichs Seite ein. Ferner eignet man sich dann, Konflikte friedlich zu lösen. Im Osten wird keine solche Regelung getroffen, aber man einigt sich mit Polen der Tschechoslowakei, alles friedlich zu lösen. Und Frankreich schließt oder erneuert seinen Beistandspakt mit Polen und auch den mit der Tschechoslowakei. Das bedeutet einen massiven Gewinn für Deutschland. Spielen wir das Ganze theoretisch durch. Deutschland greift Polen und die Tschechoslowakei im Osten an. Frankreich hat einen Beistandspakt. Wenn sie aber die Westgrenze Deutschlands verletzen, müssen das Vereinigte Königreich und Italien eingreifen. Was waren nun die Folgen? Der Geist von Locarno führte zu einer Entspannung und Annäherung, einer Normalisierung der Beziehungen in Europa. Aber in Deutschland kommt es zu einer innenpolitischen Krise. Die Regierung tritt wie angekündigt zurück. Und die Krise kommt daher, die Konservativen lehnen den Vertrag ab, da man Elsass-Lothringen im Westen aufgegeben hat. Die Linken befürchten nun eine westliche Allianz gegen die Sowjetunion und sind dementsprechend auch gegen die Verträge. Die Sowjetunion fühlt sich selbst auch bedroht, aber das kann man abwehren. Es gibt einen deutsch-sowjetischen Freundschafts- und Neutralitätsvertrag 1926 und damit sind die Spannungen weitestgehend ausgeräumt. Bis 1930 haben sich dann auch die alliierten Truppen aus dem Rheinland zurückgezogen und die Rüstungs- und Militärkontrollen der Alliierten werden eingestellt. Das
Deutsche Reich, wie zuvor gezeigt, ging außenpolitisch gestärkt aus den Locarno-Verträgen hervor. Das waren die Verträge von Locarno in 5.